Switch. Oma, haben wir noch den Kalbschnitzel? Heute ist ein ganz besonderer Tag, denn oh Dennis hat ein Bewerbungsgespräch. Oh Junge, siehst du toll aus. Guck mal. Ja, ne? Guck mal, ja. Ach, wenn ich jünger wäre, du. Ja, ich weiß, ne? Ey, voll die Lizenz zur Dezenz, so, ne? Ich sehe voll reich aus, wie ein Handyverkäufer oder wie James Bond oder so, ne? Schön, schön. Können Sie mal ein Foto machen hier, bitte? Oh, Mann, ja, das poste ich dann auf Facebook. Ja, Facebook, Facebook. Da sind meine Freundinnen neidisch und lach schön, lach schön. Schön. Ach, Junge. Geil, ey. Toll, toll. Ja. So einen schönen jungen Mann muss man doch einstellen. Mhm. Sag mal, wo bewirbst du dich denn eigentlich? Keine Ahnung, die Firma heißt PPL oder so. Die Frau vom Arbeitsamt, ne? Die Frau mit der Nanoglu, die hat gesagt, ich soll da hingehen, sonst krieg ich Ärger. Also, geh schön. Toll, mein Schatz. Ja. Weißt du denn eigentlich, was du da überhaupt so alles sagen musst? Ja, na klar, ey, ich bin voll gut vorbereitet so, ne? Ich war gestern mindestens zweimal auf der Sonnenbank. Ich hab mir die Augenbrauen gezupft. Ich hab alles gelernt, so, ne? Bei BVJ, Vorbereitungsjahr beim Herrn Jüntgen. Der hat mir gesagt, was ich sagen soll, also sage ich das. Einfach so. Es ist soweit. In der Firma PPL hat der Berufsschüler aus Leidenschaft ein Bewerbungsgespräch. Guten Tag. Ich bin der Dennis, ich bin 21 Jahre alt und ich arbeite gerne mit Menschen. Ich bin neuen Dingen aufgeschlossen gegenüber. Meine Hobbys sind Chillen, Freunde, Mediamarkt, Saturn, Promarkt, Call of Duty. Was? Wer ist da? Wer der ist, habe ich gefragt. Ach, Larissa, Schatz, du bist das, sag das doch. Ja, ich kann jetzt nicht, ich rede mit dem Mann. Mit dem Mann, hör doch zu. Ja, was ist denn? Wieso hat die das gesagt? Wieso hat die das gesagt? Sagt er, die soll aufhören damit. Wieso ist sie da? Ey, gib die mir. Hör mal zu, Fräulein. Nein, du hörst jetzt mir zu, Fräulein. Hab mal bitte Respekt. Hör auf damit. Mach das, was die Larissa sagt. Ja. Nein, du sagst, nein, du hörst jetzt auf, Fräulein. Ja, Oma, okay. Gib mir die Larissa. Ja, Larissa, ich hab da gesagt, die hört jetzt auf. Ja. Mann, ich kann nicht, ich bin im Bewerbungsgespräch. Ja. PPL oder so, ja. Nein, leg jetzt auf. Nein, leg du auf. Nein, leg du auf. Nein, leg du auf. Nein, leg jetzt auf, Mädchen. Leg mal auf jetzt. Hallo? Ey, die hat einfach aufgelegt. Voll unverschämt. Ey, ich weiß auch nicht so, ne? Ist voll gut gelaufen so. Ich glaube, ich habe einen sehr guten Eindruck hinterlassen, so, ne? Bei dem Mann, so, ne? Aber der so, ey, ich hatte gar keinen Respekt. Der hatte voll den billigen Anzug an. Und dann, ey, der hatte so ein ganz altes Nokia in die, so, ne? Display war vielleicht so groß, ey, wo? Internet, womit? Ich weiß nicht, ey. Auf jeden Fall bin ich der Coolste. Ich sehe voll gut aus, so, voll reich. Ich glaube, ich laufe jetzt immer so rum. Ich schwöre. Ja, Dennis, du geh ran. Nein, voll der gute Klingelton, so, ne? Du wohne mich. Ich kann das nicht mehr hören. Ja, ich dich auch nicht. Was? Wer ist da? Wer der ist, habe ich gefragt. Ja? Ach Mann, komm doch selber, ey. Der Weg ist der gleiche. Wann denn? Nein, Montag kann ich nicht. Ich hab Termine. Termine, hör doch zu, du Otto. Ja, dann Dienstag. Ja, schrei nicht. Ja, ja. Der Otto. Ja, wer war's denn? Das war der Herr Polz von der Arbeit, von PPL. Ich kann da anfangen, wenn ich will. Nee. Ja? Ja, Mensch, Junge! Keiner hat an mich geglaubt, so, ne? Keiner so. Alle haben so gesagt, so, ja, Dennis, du kriegst eh nie einen Job und so, ne? Und was? Wer hat Arbeit? Ich, die nicht. Boah, ey, voll der Stress. Ich hab gehofft, dass das nicht geht, das Telefon, ey. Pizza, Rina, Pico, Lino, dein Leben, deine Pizza, guten Tag. Warten Sie, stopp, warten Sie mal. Herr Ömer, ich habe eine Frage. Was muss ich dann nochmal dann immer sagen? Dann. Okay. Hallo, hören Sie? Hallo. Ja. Pizza, Rina, Pico, Lino, dein Leben, deine Pizza, guten Tag, Ihre Telefonnummer bitte. Ich bin so stolz auf den Jungen. Ja, ich meine, was der aus seinem Leben gemacht hat, ne? Toll, ganz toll. Ja, ich bin mir sicher, dass er sich bei der Firma durchsetzen wird. Hören Sie,
Leider nein, leider gar nicht. Also gar nicht mehr. Die ist weg aus Programm wegen Gesundheitsuntersuchung. Ja? Okay, die 24. Mit 6? Naja gut, Sie müssen wissen, ne? Alles klar. Ja, dann war es das so, ne? Moment mal kurz. Hey, immer, was soll ich dann noch mal sagen? Dann hinterher. Was ich immer sagen muss. Okay, hören Sie. Halbe, dreiviertel Stunde. Okay, ja, tschüss, so, ne? Voll der Otto. Hallo? Ja, tschüss. Boah, voll der Stress, ey. Herr Ömer? Was? Boah, ey, ich hab voll die Bauchschmerzen. Kann ich nach Hause gehen? Was? Ja, krank schreiben, eine Woche oder so. Ja, zieh dir an! Voll der doof. Thank you.